So, das letzte Steinchen ist da. Bitte lass es reichen. Das ist für eine weitere Aufstufung. Dann können wir nämlich die Auto... Nein, es reicht natürlich nicht. 76%. Aber wir sind näher dran, ihr Lieben. So, komm rauf da. Zack. So, wir brauchen mal, die Waffenschmieden laufen nämlich voll, wir brauchen mehr. '84 auch, macht hinne, macht einfach hinne. So, ich speichere noch mal schnell ab. Ich musste mich angreifen, es hilft nichts. €94 macht hinne. Oh, ey. Hat uns wieder eingefroren, die Trolle, ey, Mann. Nee, 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 du geh mal schön weg. Und ihr geht mal von dem Turm da schön weg. So. Einmal runter hier. Du wieder zurück, ihr alle rauf. Und Autorekrutierung. So, und jetzt geht's ihnen bitte dreckig. Mal ein bisschen näher an die Front. Sind ihr jetzt alle hoch mit euch? Schwingt euren Steiß da hoch. Mist, jetzt haben sie unseren Priester abgeknallt. Verdammt. Rauf mit dir aufs Schiff. So, schon mal rüber mit euch. Nein! Oh, das gibt's doch nicht. So ein Dreck. Warte mal. Nee, das macht keinen Sinn. Oh, Leute, was ein Dreck. Was ein Dreck. So, hol ich mal den Turm. Ihr dann einmal ganz schnell rüber. Und du auf die zwei. Ja, am besten nicht blockieren, das wäre super. So, und rüber mit euch. Go, go, go. Oh Leute, ich muss mich beeilen. Ich habe noch eine Minute Scheiße. Entschuldigt bitte, aber das ist halt Scheiße.
Oh Gott, das ist so ein Fotofinish, ey. Das gibt's doch nicht. Arbeitet euch nicht an den Soldaten ab, Leute. Da dürfen ruhig zwei draufhauen. Okay, Truppen verstärken. Truppen verstärken, Truppen verstärken, Truppen verstärken. Upsa. So. So, den Turm haben wir eingenommen. Jetzt gilt es nur noch, die zu halten. Einmal zurück. Den dürft ihr gerne noch einnehmen, aber das war's dann bitte. Nein, nicht den Priester, nicht den Priester! Ach, Gott sei Dank. So. Den reißen wir ab. Den reißen wir ab. Den reißen wir ab. Einfach, dass wir hier ein bisschen Manpower zum Kämpfen haben. So, 10 Minuten halten, ihr Lieben. Hoffentlich kriegen wir das hin. Ich wechsle mal eben kurz die Waffenproduktion, dass ich jetzt nur noch Bögen produziere zum Verteidigen. Ich muss mich einigermaßen zentral bewegen, damit ich gegebenenfalls mal eben schnell intervenieren kann, falls die meinen, um die Ecke kommen zu müssen. Oh Mann, Leute, das war echt ein Fotofinish. Ich hoffe, das hat jetzt gleich geklappt. Und ich hoffe vor allem, dass ich meine Aufnahme nicht aus irgendwelchen Gründen versemmelt habe. Das würde mich jetzt richtig foppen, wenn ich es jetzt endlich geschafft habe und dann die Aufnahme nichts geworden ist. Aber gut, toi, 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 dass dies nicht der Fall ist. Nein, 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 rüber, rüber. Guck mal, die gehen direkt zu den Türmen. Das ist doch vorbildlich. Da ist doch noch ein Platz frei, Leute. Gönnt euch. Leute, bisher sieht es ganz gut aus. Ich halte mir den Priester mal in der Rückhand, damit ich gegebenenfalls noch einfach mal seine Truppen klauen kann und umwandeln kann, falls er meint, angreifen zu müssen. ...80% Leute, das sieht sehr, sehr gut aus. Könnt auch schon mal rüber. Habe ich schon denn gespeichert? Ich glaube noch nicht. Ich speichere mal ganz schnell. So, ihr dürft gerne aussteigen. Ich muss mal kurz hier hinten hinspähen, weil hier hat er seine Waffenproduktion. Ich will mal gucken, was der da in der Nähe hat. Ob der da auch die Kaserne vielleicht hat. Nee, aber... Er hat auch nicht so viele Truppen hier, das ist gut. Die Waffen werden nach hier rechts transportiert. Wir werfen mal hier einen Blick hin. Immer noch keine Kaserne in Sicht. Ach, der baut jetzt erste Kaserne. Okay, cool. Ja gut, der wird irgendwo da oben eine Kaserne haben, sonst würde er ja nicht hier die Waffen dahin schleppen, denke ich mal. Außer der lagert die einen. Davon gehe ich jetzt aber erst einmal nicht aus.
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er, wenn dann, als erstes hier von rechts kommen würde. Entsprechend verlege ich mal meine Truppen. Und hier hinten behalte ich mir als Absicherung den Priester vor. Falls hier angegriffen wird, mache ich Barbaren bekehren und gebe ihm. So, in sein Land will ich aber nicht gehen. Ich will keinen Angriff provozieren. Das wäre unnötig. So, knappe 5 Minuten habe ich schon gehalten. Ich habe jetzt nicht genau auf die Uhr geguckt, aber es war jedenfalls bei 59 Minuten, wo ich es eingenommen habe, das Türmchen. Ich packe hier zur Sicherheit einfach mal 2 Bogenschützen rein, nur um sicher zu gehen. Nicht, dass der jetzt hier oben angreift und dann parallel von hier unten irgendwie mit Truppen um die Ecke kommt. Und ich dann das Nachsehen habe. Das wäre nicht gut. Das ist nichts gut. So, jetzt sind wir auch bei den Bogenschützen auf Stufe 3. Zack, und unseren ersten Dreierbogenschützen. Wey! Bisher macht aber keine Anstalten, irgendwie anzugreifen. Ihr haltet erstmal eure Position vorerst, bis ich was anderes sage. So, rauf mit euch, zack. Sehr gut. Mehr Bogenschützen für mehr Piu-Piu im Zweifel. Ihr könnt da schon mal drauf. Mein Gott, jetzt ist hier natürlich alles voll mit Holz. Komm, ich will einfach aus Spaß noch ein bisschen was bauen. Noch eine Waffenschmiede. Einfach nur, dass unsere hammerschwingenden Baulerys noch ein bisschen was zu tun haben. Ja, guck, immerhin ein paar Waffen dabei. Sehr schön. Sogar 2 Bögen. Wundervoll. So, noch gut 3 Minuten circa. Roundabout. Wie gesagt, ich habe die genaue Zeit jetzt nicht mehr im Kopf, wann ich es eingenommen habe. Habe ich aber noch genug Rekruten? Ja, doch, ein bisschen Puffer habe ich noch. Aber ich denke mal, das Ding ist durch. Da bin ich jetzt sehr optimistisch. Wobei, der sammelt jetzt doch seine Trüppchen ein wenig. Ich schicke mal 2 Priester mit, oder 3, dass wir einfach noch genug Puffer haben, falls er jetzt doch meint, irgendwie Quatsch machen zu müssen. Lass da nochmal deinen Blick schweifen und guck mal, was da passiert. Ja, da hatte ich schon einige Soldaten versammelt an dem Turm. Aber nicht so viel, dass ich mir Sorgen machen müsste, denke ich. Und wenn, da zauber ich einmal Barbaren bekehren rein und dann guckt der doof. 1,5 Minuten noch. Komm, fahr schon mal rüber. Thank you.
Ihr Lieben, das sieht sehr, sehr gut aus. Richtig, richtig gut. Komm, ich will auch Spaß, glaube ich, mal ihn hier ein bisschen trollen. Ein Hammer fehlt. Jetzt gibt es doch nichts. Zack. Oh Gott. Sieg und das Spiel hat sich aufgehangen. Echt jetzt? Ah, nee, ich konnte nur noch auf... Die Gorgonen war die Stammkneipe meiner Freunde. Aber die Idee, auch ihre Strategiesitzungen dort abzuhalten, war geradezu genial. Also, wenn wir unsere Bogenschützen im Osten konzentrieren... Hier, bitte. Da kommt Konkürer wahrscheinlich von Westen. Und unsere Schwertkämpfer fallen hier von oben her in die Flanke. Schließlich waren die zwei übrigen Gorgonen Konkürers Tanten. Der Konkürer. Okidoki. Meine Freunde feierten bis tief in die Nacht, während Konkürer sich mit Plänen auseinandersetzte, die nie Realität werden sollten. Ach, sehr gut. Ich dachte schon, war klar, dass die Römer ihre... Nein, Moment, das machen wir später. Das ist erst bei der nächsten Mission Thema. So, jetzt haben wir leider die Punktezahl versehentlich übersprungen, aber egal. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, Tschüssikowski.